Ziele. Okay. Ich glaube, nur serbische Journalisten sind hier. Sorry? Ich glaube, nur serbische Journalisten. Mit Kenneth. Ja, genau. Der Alex ist da. Ja, auch von unserer Seite, guten Abend, wir begrüßen Sie zur Medienkonferenz mit unserem Cheftrainer Adi Hütter. Pozdravljam vas u ime našeg kluba, sa nama je trener gospodin Adi Hütter. Zuerst natürlich Gratulation Partizan Belgrad für den Sieg und die Qualifikation für die nächste Runde. Ali bi najprije želeli da čestitamo Partizanu na pobedi i na plasmanu u eliminacionu fazu takmičenja. Adi, darf ich dich bitten, ein paar Sätze zum Spiel zu sagen? Molim gospodina Adija Hütera da se obrati. Auch von meiner Seite Gratulation an Partizan Belgrad zum Erreichen der nächsten Runde. I sa moje strane iskrene čestitke za plasman Partizana u eliminacionu fazu. Wir haben heute einen offenen Kampf angeboten. Danas smo ponudili Partizanu jednu otvorenu borbu. Wenn ich die 90 Minuten sehe, was die Leistung betrifft, kann ich mit dem Ergebnis nicht leben, weil es für mich nicht verdient war. Moje mišljenje je da kad pogledam učinak u svih 90 minuta, ne mogu da budem zadovoljan rezultatom. Mislim da rezultat ne oslikava ono što smo videli na terenu. Weil ich glaube, zweite Halbzeit haben wir viele Möglichkeiten gehabt, wo der letzte Pass nicht gestimmt hat, wo wir ein bisschen Pech gehabt haben, aber zweite Halbzeit hat meine Mannschaft sehr, sehr gut gespielt. Posebno bih istakao to drugo poluvreme, mislim da smo u drugom poluvremenu igrali jako dobro, imali neke prilike, a u par navrata i fali onaj poslednji pas. Besten Dank und jetzt bitte Ihre Fragen. Hvala lepo, izvolite sa vašim pitanjima. Wie schätzen Sie die Leistung Ihres Gegners ein und was meinen Sie, wie weit kann Partizan ab Februar nächstes Jahres kommen? Wie weit? Das weiß ich nicht, wie weit das sie kommen können, aber Partizan hat ein paar gute Spieler, sehr interessante Spieler, die heute gezeigt haben, Jankovic, Everton, Davamba, sind sehr, sehr gute Spieler, die auch Tosic, der gesperrt ist, haben Qualität, deswegen ist alles möglich. Vielleicht mit einem guten Los gibt es die Möglichkeit, auch ins Achtelfinale zu kommen. Ne bi se usudio da prognoziram koliko daleko Partizan može da dođe, ali činjenice da imaju nekoliko veoma interesantih futbalera. Gospodin Hütter je naveo imena Evertona, Tavambe, pre svega Jankovića, tako da moguće, ukoliko se ima sreće pri žrebu, da dođu i do osmine finala, ko zna. Und die Leistung, ich denke, dass wir zweite Halbzeit die bessere Mannschaft waren. Partizan hat versucht, gut zu verteidigen, hat versucht, Konter zu spielen, hat mit der Wamba noch eine sehr, sehr gute Chance gehabt. Aber wenn ich die Chancen in 90 Minuten zusammenzähle, denke ich, haben wir Vorteile gehabt. Još jednom bi se vratio, znači mislim da smo u drugom poluvremenu dominirali terenom, a Partizan se orijentisao više na odbranu i na kontranapade. Imao je tu jednu šansu veliku preko Tavambe, ali gledano preko svih 90 minuta smatram da smo mogli mnogo bolje da prođemo. Also es hat sich herausgestellt, dass diese Gruppe sehr, sehr ausgeglichen ist, nach dem heutigen Ergebnis auch im zweiten Spiel, wo Skanderbeg gegen Dynamo Kiew gewonnen hat. Und wie könnte Sie das vielleicht einen Kommentar dazu geben? Und wie sehen Sie insgesamt mit Ihrer Mannschaft in diesem europäischen Wettbewerb zufrieden? Also ich sehe das auch so, es ist eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe gewesen, mit Kiew als Favorit. Ich denke, um Platz 2 mit Partizan, mit Young Boys und Skanderbeg haben sich drei Mannschaften für diesen Platz oder haben gekämpft für diesen Platz. Wenn ich heute unsere Mannschaft sehe, wir haben eine sehr junge Mannschaft, im Mittelfeld zentral haben zwei Spieler mit 20 Jahren gespielt. Und deswegen ist für uns diese Kampagne Europa League sehr, sehr wichtig,
für Erfahrung zu sammeln. Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir nicht weiterkommen und konzentrieren uns jetzt auf die Meisterschaft. Ja. Složio bih se s vama da je grupa veoma izjednačena, iako je od starta važilo da je Dinamo Kijev favorit, međutim sve ostale ekipe su pokazale aspiracije da se bore za drugo mesto i za prolaz dalje. Što se učinka naše ekipe tiče, mi posjetit ću da imamo mlad tim, mi smo i danas imali u centralnom veznom redu dva igrača koji imaju 20 godina, to su mladi igrači i mislim da će ova evropska kampanja koju smo imali njima jako koristiti u narednom periodu. Mi smo sad razočarani pošto smo eliminisani, ali ćemo se svim snagama baciti na domaći šampionat i pokušati da ostvarimo što više. Kollege hat eigentlich zwei Fragen. Eine, bitte, bei der ersten bittet eigentlich um einen Kommentar, bei der zweiten handelt es sich um eine richtige zweite Frage. Also zuerst, Ihr Kollege, Herr Djukic, der Trainer von Partizan, hat vor ein paar Minuten hier auf der Pressekonferenz gesagt, hat sich eigentlich beschwert, dass in Serbien sehr schwer für einen Trainer zu arbeiten ist. Als Trainer von Partizan, da wird jedes Unentschieden, Niederlage erst recht als eine Katastrophe empfunden. Und der Druck ist unglaublich groß. Und da fragt der Kollege, wie ist das in der Schweiz? Wie wird das in Ihrem Verein, so diese zum Beispiel heutige Niederlage, hingenommen? Wie sieht die Denkweise in Ihrem Verein aus? Ich denke, wir Trainer, wir haben immer Druck. Mislim da mi treneri svuda i uvek u svakoj prilici imamo pritisak. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, wenn die Leistung nicht stimmt, dann gibt es Kritik. Ukoliko nema rezultate, ukoliko učinak nije zadovoljavajući, uvek postoje kritike. Und ich kann mir vorstellen, hier in Belgrad bei Partizan mit diesen Zuschauern, mit diesen Emotionen, dass es für einen Trainer sicherlich nicht einfach ist. Deswegen freue ich mich für den Kollegen, dass er diesen Druck standgehalten hat. A mogu da zamislim kako je u jednoj sredini kao što je ovde i u klubu kao što je Partizan, koji ima sve ovo okruženje oko sebe od navijača i svega ostalog, mogu da zamislim koliko je teško, tako da eto, radujem se mom kolegi da je uspeo da napravi ovakav jedan uspeh. Ich werde ein bisschen Kritik, oder wir werden ein bisschen Kritik natürlich in der Schweiz genauso bekommen. Wir sind ein Verein mit großer Tradition und auch in Bern sind Niederlagen nicht gerne gesehen. I sigurno ćemo i mi naići na određenu kritiku, jer naš klub je klub koji ima tradiciju i sigurno da i kod nas se ne doživljavaju porazi kao nešto što se jednostavno tako prima. Znači, apsolutno će biti kritika. Aber wir werden das verkraften. Ja. Ali nekako ćemo preko tih kritika uspeti da pređemo, to sam siguran. So, und die zweite Frage war, hat sie vielleicht ihr Kontrahent überrascht, indem er den Spieler Suma nicht aufgestellt hat? Nein, hat mich nicht überrascht. Wir haben gerechnet, entweder Pantic oder Suma. Und das, wir haben mit beiden gerechnet und deswegen war es für mich keine Überraschung, die Aufstellung. Ne, apsolutno nismo iznenađeni bili, znali smo odmah da je moguće da umjesto Tošića, znači zaigra ili Suma ili Pantić, tako da smo sa obe varijante računali. Jetzt eine nicht fußballerische Frage. Haben Sie den serbischen Schnaps hier in Belgrad probiert? Nein, aber ich habe schon viele serbische Spieler trainiert. Ich habe selber in meiner aktiven Karriere mit vielen serbischen Spielern Fußball gespielt. Deswegen ich habe gute Erfahrungen gemacht. Nisam ovaj put, ali moram da vam kažem da sam imao kao trener dosta srpskih igrača koje sam trenirao, a i dok sam igrao aktivno fudbal, imao sam saigrače koji su sa ovih prostora, tako da sam svoje iskustvo još tada napravio po tom pitanju. Beim freundschaftlichen Essen mit den Delegationen haben wir ein jedes Glas gehabt. A gospodin Presataše kaže da smo sinoć na oficijalnoj večeri rukovodstva dva kluba imali prilike da probaju srpsku rakiju.
Okay. Dann wünschen wir alles Gute, besten Dank und wir sehen uns vielleicht wieder. Besten Dank. Hvala vam puno svemu i sve najbolje i možda se vidimo nekad uskoro ponovo. Hvala lijepa. Laka noć.